Das wäre dann hier. Blaze House. Mal gucken, ob hier jemand zu Hause ist. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. Hä? Wie empty? Will ich verarschen? When finding a boot, one wonders what became of the foot. Hallo, guten Tag. Die Tür ist auf. Ich komme jetzt rein, ich habe keine bösen Absichten, ich bin nur am Erfrieren. Nicht schießen, falls Sie eine Waffe haben. Was ist denn hier passiert? Na komm, geh zu. Na, habe ich sie wieder aufgemacht, das ist ja wohl. Okay, ist sie zu? Ist euch zu? Wollt ihr mich verarschen? Die Tür geht nicht zu. Okay, die Tür geht nicht richtig zu. Gut. Das, wo sind die denn alle hin? Kann ich hier speichern? Kann ich nicht. Wo sind die denn alle hin? Das ist ja echt merkwürdig. The key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Cloutier and Sons. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Ist wahrscheinlich für das Nebengebäude da draußen der Schlüssel. Ja, und die haben wahrscheinlich nur einen einzigen Radiosender hier oben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, ein paar Zigaretten. Das wird unseren Detektiv freuen. Den alten Rauch sucht die. Wo sind denn alle hin? Was ist denn hier los? Der Doktor ist weg, Hamilton ist weg. Ja, das ist alles hier sehr, sehr mysteriös, möchte ich mal anmerken. Hier könnte ich wieder meine Flasche auffüllen. Was haben wir hier? A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Gut, gut. Sollte ich das besser im Kühlschrank lassen, damit das nicht schlecht wird? Okay, ich merke mir, hier ist ein Stück Fleisch drin, was gekühlt wird, was ich auch theoretisch gut finde, dass es gekühlt wird. The picture had been taken inside the house. It's the same wallpaper. Judging by the smiles, nobody suspected the impending misfortunes. Little Martin Blais with a family member.
There was some resemblance between them, and Carl took note of the sense of bonding and pride they projected. Da liegt doch ein Zettel drunter. Kann ich irgendwie... Deswegen die Tür auch nicht zu. Warte mal. Ne, die Tür geht einfach so nicht zu. Was haben wir denn hier? Oh, okay, die Tiere hier wurden extrem gefährlich. Too aggressive to the point that it's dangerous. Oha. I think this is a monster. Hier treibt sich ein Monster herum. Was ist denn das? Zu was entwickelt sich das hier? Das gefällt mir nicht. Und es gefällt mir nicht, dass ich diese scheiß fucking Tür nicht vernünftig zumachen kann. Das gefällt mir auch nicht. Natürlich. Okay, hier treibt sich ein Monster rum, wahrscheinlich ein wildes Tier, ja, vielleicht musste sie deswegen auch zum Arzt und der hat das dann diagnostiziert. Das ist jetzt aber nur Spekulation. So sehr habe ich mir jetzt die Notizen da beim Arzt nicht gemerkt, ob hier mit denen auch was war. Was haben wir hier noch? Eine alte Zeitung. Ach du heilige Scheiße. Ui, okay. Hier Blaze ist gestorben. Okay, er ist in dem umliegenden Waldgebiet von Lake Atamipec ins Leben gekommen. Wurde vor 2 Wochen gefunden, der leblose Körper. In der Nähe eines Pfades, bei der Kupfermine, also Kupfermine. Ich überfliege das jetzt nur, ich werde mir das später nochmal genau durchlesen, auf Screen. Okay, irgendwas vielleicht vom Tierangriff. Ja. Heißt dieses Augensymbol, dass ich von dieser Position aus theoretisch von irgendetwas draußen gesehen werden kann, wenn da draußen denn was rumläuft? Finde ich ein bisschen beunruhigend, möchte ich anmerken. Was fehlt mir denn, um ein Feuer zu starten? Hier ist doch was. Ich will diesen Punkt hier angucken. Hier, da ist doch. Oder ist hier kein. Ach, das ist das, glaube ich, nur ein Farbdings. Okay. Hier. Oh.
Machen wir es mal auf, aus. Das Geräusche geht mir auf die Eier. Hockey-Cards, so, so. Le Monstre. Das ist interessant. Eine menschliche Gestalt mit komisch blauen Augen, begleitet von Wölfen. Auffällig, die menschliche Gestalt ist größer als die Bäume. Ein wahrer Riese, fast schon ein Titan könnte man meinen. Allerdings sind die Wölfe jetzt auch nicht gerade wesentlich kleiner, also vor allen Dingen darf man nicht die kindliche Interpretation außer Acht lassen. Wohnt hier draußen jemand? Bei den Wölfen? Ich bin ja Privatdetektiv. Ich hoffe, ich bin auch bewaffnet. Das könnte ich eigentlich nachgucken. Bin ich bewaffnet? Natürlich nicht. Ich bin ein super Privatdetektiv. Wieso bin ich nicht bewaffnet? Das, ich hätte gerne eine Schusswaffe, wenn ich ehrlich bin. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Ja, mach so zu. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Ja, es wird ja mal besser, ey. Was habe ich hier angefangen zu spielen? Kann mir das mal jemand verraten? General untidiness, objects scattered about randomly. Clearly someone had to flee in a hurry. What could have caused such a fright? Das wird ja immer besser. Was haben wir hier denn? Louis Diary. Ach du heilige Scheiße. Der Mann fällt sich komisch. Letzte Nacht hat er etwas gemurmelt. Er kommt. Ach, das wird ja mal besser, yeah. Told me to pack my things this morning. I wonder why. We are waiting, but for what? Okay. Ich würde gerne umblättern. Kann ich nicht umblättern? Ich kann nicht change page. Ich würde gerne die Page changen. Geht nicht? Okay. Dann nicht. Was zum Henker? Okay, warte mal. Wer ist denn dann zu Tode gekommen? Okay. Der Mann hat der Frau gesagt, okay, irgendetwas kommt. Pack deine Sachen. Aber irgendjemand ist auch dann beim Holzfällen ums Leben gekommen. Ist das jetzt er oder war das irgendwie dann der Vater oder irgendwie sowas? Das war unten. Das war unten. Da steht ein Wolf. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht speichern. Da steht ein fucking Wolf in der Küche und ich wusste es. Diese miesen kleinen Entwickler. Ich habe mich schon gefragt, wieso geht diese scheiß Tür nicht zu? Ist das ein Bug? Nein, natürlich ist das kein Bug. Da steht ein Wolf in der Küche.
gleich hier rausjumpen. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch da jetzt nicht runtergehen. Okay, habe ich irgendetwas dabei? Eine Laterne vielleicht? Kamera? Das ist, super. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einfach auf den Wolf zugehen und gucken, dass er sich eher vielleicht eher erschrecken tut oder so ähnlich? Vielleicht, ich könnte ihn mit der Taschenlampe blenden. Vielleicht denkt er sich, ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Ich laufe mal lieber weg. Eine andere Möglichkeit wäre, ich könnte ihn fotografieren und hoffen, dass der Blitz vom Fotoapparat ihn vielleicht vertreibt. Fakt ist, da steht ein fucking Wolf in der Küche. Verdammte Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will doch nicht runter. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich kann auch nichts machen. Kann ich mit der Taschenlampe zuschlagen? Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt sterben. Okay, 1, 2, 3. Hat der... Ich dachte schon, der hat uns das Stück Fleisch geklaut. Okay, ich habe ja schon gedacht, dass der abhaut und uns jetzt, nicht angreift. Alter Vater, ey. Ist die Tür jetzt wenigstens richtig zu? Das ist doch ein Witz, ey. Was ist denn das hier für eine Scheißtür? Wer hat denn das gebaut? Okay, Okay. Okay. Ich will auch demnächst gerne speichern, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie oft, für wie lange jetzt genau mein... Achso. Fill-up Bottle. Ich könnte meine... So, wir haben erstmal drei Flaschen mit Wasser gefüllt. Ich denke mal, das ist sehr gut. Pierre Blaze. Okay, der zu Tode gekommen ist in der Wildnis, heißt Pierre Blaze. Ich bin schon paranoid, ich sehe jetzt hier überall Sachen. So, Pierre Blaze. Jetzt muss ich gerade noch mal hier gerade reingucken. Nein, ich will gerade mal kurz lesen. Alexandra, okay, es ist nicht derselbe, Alexandra Blaze, Pierre Blaze, das ist jetzt genau schwer zu sagen, wer ist das denn dann genau? Wer ist Pierre Blaze? Ist das also sowas wie der Opa und Alexandra Blaze ist dann der Vater, der ihr sagt, hier komm, Frau, pack deine Sachen, Kind, hör auf so ein Krösus zu malen. Ich habe auf jeden Fall das Bedürfnis, hier zu verschwinden. Ich weiß nicht, wieso. Soll ich das Stück Fleisch mitnehmen? Ich meine nicht, dass ich nachher noch verhungere. Ich würde fast sagen, ich nehme das Stück Fleisch mit, weil sonst kommt der Wolf. Ganz ehrlich, ich nehme das jetzt mit. Der Wolf hat sich ja hier am Kühlschrank mal einfach so bedient. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, komm, ey. Erstmal hier. Puh, auf die Aufregung eine Paffen, ey. Ja, komm. Schmeiß hier auf den Teppich, genau. So sieht's aus. Kann ich die irgendwie austreten oder so? Ist der Wolf noch da?
Ich möchte hier weg. Ich habe ein dringendes Bedürfnis, hier zu verschwinden. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Können Sie verarschen? Carl's big fingers prevented him from reaching the key. Lol. Da Carl's big fingers prevented him from reaching the key. Da unten drin liegt irgendwo ein Schlüssel. Okay, wir kommen hier nicht rein. Wir brauchen dieses Magnetgedöns. Habe ich so das Gefühl. Aber was für einen Schlüssel haben wir denn dann gefunden? Ganz ehrlich, scheiß drauf, ey. Boah. Oh, ganz ehrlich, ich fahre zurück erstmal zum General Store und speichere da. Ganz ruhig. So, hier lang, genau. So, steht einfach mal ein Wolf in der Küche. Ja, kann man mal machen. So, wir müssen nach rechts. Ja, komm. Oh, leicht abgekommen von der Straße, macht aber nichts. Eieieiei. Langsamer werden. Oh. Stopp, 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 stopp. Das war ein bisschen zu schnell, möchte ich anmerken. So, weh, hier ist jetzt irgendwie wieder dieser verkackte Strom aus. Dann kriege ich auch einen Anfall. Das war genug Stress für diese Aufnahmesession. Hä? Was ist denn jetzt für ein Käse? Oh. Na komm. Oh. Gut, ich würde mal sagen, ich werde diese Aufnahmesession an dieser Stelle beenden. Was ist hier los? Wieso sind die ganzen Leute verschwunden? Hamilton ist einfach weg. Er wollte zum Doktor. Wir waren beim Doktor. Der Doktor ist nicht da. Er ist irgendwo in der Innenstadt. Wir wissen von Hamiltons Krankheit, Verletzung, was auch immer, dass er nicht sehr weit gehen kann. Ich war da noch testweise bei den Blaze. Die Blaze hatten anscheinend eine sehr harte Vergangenheit. Irgendein Familienmitglied ist gestorben bei Waldarbeiten oder, keine Ahnung, vielleicht beim Wandern, ich bin mir da nicht so sicher. Und der Mann meint, irgendetwas kommt. Schatz, pack deine Sachen, irgendetwas kommt. Das Kind hat von einem Monster gemalt und es stand auch etwas auf einer Notiz von einem Monster. Das sollen wohl irgendwelche wilden Tiere sein, vielleicht Wölfe. Das Kind hat aber eine Zeichnung von zwei Wölfen angefertigt, wo aber noch so eine menschliche Gestalt mit leuchtend blauen Augen in der Nähe stand. Ist hier draußen vielleicht in der Wildnis irgendjemand, der bei den Wölfen lebt? Oder was soll das für ein Monster sein? Steckt da vielleicht mehr hinter als einfach nur ein paar Wölfe? Lebt hier vielleicht irgendjemand, der Angst und Schrecken verbreitet? Und wieso war beim Doktor jemand mit einer Schussverletzung? Das ist alles sehr mysteriös und ich habe immer noch keine Ahnung, wo Hamilton ist. Ich hoffe, wir finden in der nächsten Folge eine Antwort drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.